Hallo Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Woanders Vegan probiert. Yes! Wir haben heute eine süßlastige Folge, Natürlich nicht nur süße Sachen, aber wir haben wieder fünf Dinge ausgewählt, die wir so noch nicht kennen. Genau, und ausprobieren möchten. Wahrscheinlich ist es ein Wiederkaufen, aber probieren geht über studieren. Ganz genau. Und wir beginnen mit dem Käse. Wahrscheinlich, den kennen wahrscheinlich viele, aber wir kriegen das in unserer Gegend, sage ich jetzt mal, nicht. Und zwar von Violife, Epic Nature Cheddar Flavor. Ich habe immer Epic Nature gelesen. Hier steht Epic sogar Nature, mit stimmt. Epic Taste. Epic Taste, also es ist komplett epic. Ist anscheinend komplett epic. Ich bin... Haben wir eine Scheibe? Kriegst du es so auf? Ich weiß nicht, ob wir, wer unser anderes YouTube-Video gesehen hat über Frankfurt vegane Tour. Okay, wow. Ich glaube, seitdem wir den Käse da gegessen haben bei Jane's Kitchen, wie ist der? Genau, Jane's Kitchen, ja. Ich glaube, da kommt halt kein Käse mehr ran, weil Fun Fact zur Käsesoße vom letzten Mal. Ich werde nicht warm. Ich habe es jetzt auch mit dem Kochen probiert. Nee, das ist nicht so meins. Einfach zu synthetisch irgendwie. Ja. Und der sieht auch schon wieder anders aus, wie ich mir vorgestellt habe. Der ist sehr viel heller. Eigentlich irgendwie wie so ein schönes, gutes Stück Butter. Stück Butter. Ein schönes Butterstück. Gutes Butterstück. Aber riecht krass, ne? Mhm, ja. Oder? Ja, schon ein bisschen. Aber auch so, auch... Nee, es riecht wie so veganer Käse. Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, okay. Das, willst du? Darf ich so ein ja. Stück? Ja. Soll ich so ein ganzes Stück? Es scheint doch alles... Oh Gott, oh Gott. Es scheint doch alles irgendwie Marketing zu sein. Oh ja. Wobei man sagen muss, die Konsistenz, also vom Look her finde ich es schon sehr käsemäßig. Also so ein blockmäßig oder ein Scheiben finde ich den Käse eigentlich nicht schlecht. Also die, ich weiß nicht, warum ich die Soße nicht so mag, aber das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Im ersten Moment habe ich wirklich gedacht, das ist so ein Block Edamer. Ich meine, es gibt auch sehr geschmacksneutralen, echten Käse. Dann gegen Ende zerfällt es ein bisschen zu sehr im Mund, finde ich. Also gegen Ende merkt man es allein schon an der Konsistenz. Aber am Anfang... Schmeckt halt wie veganer Käse. Geschmacklich für mich verändern die sich nie. Ich finde den irgendwie schon ganz gut. Ich kann mir den auch so zu Trauben und so vorstellen. So. Ja klar, mit einer Kombi. Also ich finde sowas immer geiler als diese Creme. Ich finde den definitiv besser wie Simply V. Muss ich jetzt sagen, keine Ahnung. Wobei wir von Simply V, haben die so einen Blockkäse? Nee, ich weiß es nicht. Ach, und du schneidest auch wieder richtig beschämend ab. Wir haben ja schon so spät, da wollen wir nicht mal ganz so viel essen jetzt. Ja, komm, auch nochmal eine Ecke. Ja. Echt okay, das kann man nochmal kaufen. Kann man, das geht wirklich. Haben wir jetzt auch im Globus gekauft. Schön Käseplatte, dafür ist gut. So, wir haben jetzt noch einmal herzhaft und dann gehen wir über zu süß. Peter Currywurst. Krass erzählt, das ist Peter, ich weiß nicht, wusstet ihr das? Als wir das gesehen haben von Peter extra so... Peter 2. Peter 2, aber das ist auch Peter. Ich bin gespannt, haben wir wir haben Löffel. Ist natürlich, glaube ich, auch nicht billig gewesen, selbstverständlich. Ah. Ja, Currysoße riecht nach Curry. Ja. Okay, ich will natürlich mit so einem dicken Wurststück. So sieht's. Okay, es sieht ein bisschen aus wie die Sülze vom Katzenfutter. Wow. Ich glaube, bei sowas kann man auch nichts falsch machen. Ich meine, es schmeckt eh alles immer nur nach der Soße. Und die Soße ist echt gut. Mhm. Ich finde die Soße richtig lecker. Mhm. Ich weiß nicht, die Wurst, das ist so ein Konsistenzding, ob man das mag. Das ist relativ fest, ne? Weiß ich, wahrscheinlich ändert sich das auch, wenn man das nochmal erhitzt. Aber ich mag das. Also ich würde es mir jetzt persönlich nicht wirklich kaufen, weil es ist halt teuer und fast nicht drin. Und es ist viel Soße. Also wenn du die ganzen Wurststücke da rausgegessen hast, dann kannst du nochmal mit dem Brot kannst du da nochmal tunken. Aber es ist definitiv lecker. Mhm. Richtig lecker. Mhm. Ich finde die Soße richtig gut. Komm, ne? Also richtige Currywurst. Richtig geil. Ja, also ganz ehrlich, ich finde auch, die Soße bei Currywurst zum Beispiel übertüncht eh alles. Ja. Immer. Ob ich jetzt vegane Wurst esse oder... Ja, die, oder auch normale. Oder Leichenteile. Machen wir weiter mit Ermann Vio. Haben bestimmt schon voll viele gegessen. Salty Caramel Pudding. Frag mich nicht, warum ich mich für Salty Caramel... Ich esse weder so gerne Karamell, aber es hat mich irgendwie am meisten angesprochen. Du nimmst auch immer Sachen, die du irgendwie nicht isst, gefühlt.
gefühlt. Aber ist Salty Karamell klang so geil. Gab es noch Schoko höchstwahrscheinlich? Ja, es gab noch Schoko und Vanille. So klassisch. Jetzt fangen ja ganz viele an. Ehrmann, Dr. Oetker, dann Müller natürlich. Alle großen, also diese ganzen Großkonzerne, die da so die Masse rausbringen, die machen jetzt auch was Veganes. Wir probieren es jetzt trotzdem mal. Ja, ist auf jeden Fall gut. Den müssen wir ganz Sahne, essen. Sahne obendrauf. Oh. Das ist nicht Sahne. Ich habe schon ewig nicht mehr so einen Joghurt gegessen. Pudding. Richtig lecker. Ja? Oh Gott, der ist aber ein bisschen flüssig irgendwie. Immer, ich bin nicht der Joghurt-Fan. Ich mag lieber so naturmäßig Joghurt. Aber das ist richtig. Auch ich finde auch das Karamell richtig lecker. Bisschen klumpig. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich finde ihn richtig lecker. Ist ja kein Unterschied zu normalem Pudding. Absolut nicht. Und das ist schon beeindruckend, ja. Was ist da drin? Ist Kokosnussmilch, Kokosfett, Wasser, Zucker. Zucker an welcher Stelle? 2. Also nach Wasser kommt Zucker. Was hast du erwartet? Ach komm, wir essen den jetzt ganz, ganz oder gar nicht, ist unser Motto. Das war lecker. Oh Gott, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Wir haben schon, wie viel haben wir? 9:30. Super. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal spülen. Spülen du mich hiermit? Ist das, Alpro, das war Milch. Mein Highlight, als ich es gesehen habe. Alpro Banane. Als ich im zweiten Moment, als wir es gekauft hatten und dann ein paar Stunden später, habe ich mir gedacht, wie ekelhaft ist das eigentlich? Ich finde es gar nicht eklig, das ist Bananenmilch bestimmt. Das schmeckt bestimmt wie Bananenmilch. Aber Banane, hat das schon jemand gesehen? Ich richtig. Oder Bananenkaba. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Geil. Also Alpro Banane kann man sich mal gönnen. Okay. Gucken, wie dickflüssig das ist. Gar nicht. Nein. Machen wir das mal so? Oder soll ich voll machen? Du willst direkt die ganze. Ich will voll. Oh, danke. Die guten Thermobecher, weil sie so eisig ist. Oh. Ja, es riecht so wie Bananenkaber. Oh, es schmeckt doch wie Bananenkaber. Es schmeckt nicht komplett nach Banane. Also ich finde, es schmeckt nicht sehr natürlich. Aber es schmeckt halt wie so ein Pulver, wie so ein angerührtes. Ja, es schmeckt auch künstlich. Nee, es schmeckt wirklich wie diese Kabersorten, die man sich anrühren kann. Aber ich meine, was erwartet man auch? Ich weiß, ich habe jetzt Bananen also entweder, nicht erwartet. Ja, aber entweder püriert man sich Bananen in eine Milch rein. Guck mal, was ist hier drin? Das ist nur Aroma. Guck mal, obwohl Bananensaft aus Fruchtkonzentrat 1,2%. Ist natürlich was anderes, als wenn du dir eine Banane in die Sojamilch pürierst. Ich finde es nicht schlecht. Ich überlege halt gerade, wow. Finde ich das im Müsli geil? Bestimmt. Ich finde es gut. Es ist schon ein bisschen dick. Muttermilch. Das sieht man, ich habe es noch nie gesehen vorher. Das ist auch nicht neu, oder? Ich habe es einfach nie gesehen. Ich habe letztens bei jemandem auf Instagram gelesen, das sieht, aber sonst habe ich es auch noch nie gesehen. Dann will ich mich nochmal kaufen. Wenn man es mag, dann ja, aber... Okay. So, kommen wir zum Letzten. Es ist eine kleine Tafel. Ich wusste überhaupt nicht, dass die... Echt nicht? Es geht nein. Voll rund durch die Werbemascherie. Katjes hat vegane Schokolade. Katjes, yes, yes. Chokies. Chokis, original drüber geschrieben. Ja, natürlich. Die vegane Schock mit Haferdrink. Okay. Ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Okay. Katjes, yes, yes. Oh, die Farbe ist sehr... Ja, sieht aus wie eine Schokolade, die schlecht geworden ist. Ja, so ein bisschen so ein Aschbraun. So. Oh, die sieht auch sehr spröde aus, irgendwie beim Auseinanderknacken. Nö. Ach so, gut. Nee. Das braucht kein Mensch. Also erstens hat sie keinen schönen Schmelz. Das wird nicht cremig. Dann schmeckt sie nicht wirklich nach. Das schmeckt nicht interessant. Das schmeckt nicht nach irgendeinem Kakao oder irgendeinem. Das schmeckt einfach nur nach einer billigen Süßigkeit. In meinem Mund. Die Konsistenz, gebe ich dir recht, ist nicht wie sagt man das? Das fließt nicht im Mund. Ist eher so, ja, so spröde. Mhm. Den Geschmack, die Bananenmilch übertüncht bei mir gerade alles. Aber es haut mich auch nicht so vom Hocker. Und es zerfällt dann so in so ein zuckriges
Wie, als hätte man so Zuckerkristalle im Mund und hätte so eine ganz, ganz billige Adventskalender-Schokolade. Schlucke verschluckt. Nee, mag, muss ich nicht nochmal kaufen. Aber ich bin auf den Trichter, glaube ich, wirklich so buttermäßig. Aber nichtsdestotrotz ist es ja gut, weil Katjes, ich weiß, dass vieles ist ja noch vegetarisch, weil die mit Bienenwachs überzogen sind. Wenn man Gummibärchen mal nimmt. Und wenn die jetzt aber auch so etwas werden, ist eigentlich gut, weil es ja auch eine riesen Firma ist mit einem Ruf, sag ich mal. Aber ich meine, Schokolade gibt es wesentlich besser, einfach zartbitter. Schon mit 50% Kakaoanteil gibt es richtig gute vegane Schokolade. Was soll das? Ich wollte gerade sagen, die vegane Schokolade mehr als darüber hinaus. Oder selbst die Ritter Sport ist geiler. Ja, oder auch eine ganz klassische Lind. 50%, 70% Kakao ist super. Nice try, Katjes. Aber nicht mit uns. So, was sind deine Highlights? Was ist dein Highlight? Achso, wir müssten die Highlights wieder. Ja, aber mal einfach, also, einfach durch. Also, einfach mal gerade aus der Hüfte schießen. Auf Platz 1 ist für mich der Joghurt, auch wenn ich nicht wirklich Joghurt esse. Dann kommt die Currywurst, das einfach wirklich lecker ist. Dann kommt die Käse. Dann kommt die Schoki. Und dann kommt, ja, die Milch. Das ist auf 1 bei mir. Das ist auf 2. Oh. Ich das wusste. Das ist auf 3. Das kann uns ein Cornflakes und essen. Das ist 5. Das kann uns ein Cornflakes gut essen. So ist es richtig. So, war heute mal ein bisschen was an. War heute einfach ein bisschen süßer. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr. Ihr kennt bestimmt den Käse, oh Gott, den Käse, wie ihr den findet. Oder ob es noch bessere gibt. Ich weiß von, welcher Marke wollten wir eigentlich nehmen? War es von Better? Der? Wir haben uns aber für den entschieden. Ja. Und vielleicht, was ist eure Sache zu Milch? Konnte man alles essen heute. Nichts hat einen so richtig umgehauen, nichts war richtig ekelhaft. Top. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zu Folge 3. Lasst es euch schmecken. Und bei Folge 3, da brutzeln wir wieder. Da brutzeln wir ordentlich. Und wir backen. Wir backen, wir brutzeln. Es wird ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Was war das eigentlich für ein dummer Move?